Mit Last Day of June veröffentlicht Entwickler Owusuniko einen medialen Grenzgänger. Oder salopp formuliert, die melancholische Version von Und täglich grüßt das Murmeltier. Das romantische Rendezvous der beiden Protagonisten Carl und June lässt sich wie ein Film betrachten. Aber wer es dabei versäumt, bestimmte Ereignisse in Gang zu bringen, erlebt buchstäblich Junes letzten Tag. Immer und immer wieder. Wunderschön und bewegend inszeniert, aber für 20 Euro mit 2 bis 3 Stunden leider etwas zu kurz. Before the Storm heißt das Prequel zum Mystery-Hit Life is Strange, in dem Heldin Max jedoch außen vor bleibt. Vielmehr wird 3 Episoden lang die Geschichte von Max rebellischer Freundin Chloe und ihrer möglichen Liebe Rachel Amber erzählt. Ja, das ist das Mädchen, das im Original vermisst wird. Die Zeitreisefunktion mag fehlen, folgenreiche Entscheidungen muss der Teenager in diesem Episoden-Adventure trotzdem zuhauf treffen oder Wortgefechte unter Zeitdruck austragen. Rätsel gibt's wenige, dafür tolle Musik, viel Zeitgeist und jede Menge Emotionen. Sonys Everybody's Golf-Reihe feiert doppelt. Den 20. Geburtstag und ihr PS4-Debüt. Aus diesem Anlass gibt's schlicht mehr von allem. Mehr Kurse, mehr Beschäftigungsmöglichkeiten, mehr Freiheiten. Denn die offene Spielwelt lässt sich nach Belieben erkunden. Auch per Golfbuggy. Neben Kartrennen und Angelwettbewerben wird in der bunten Anime-Welt aber natürlich in erster Linie spektakulär eingelocht. Mit Superschlägen und schlichter Dreiknopfsteuerung, in Solo-Turnieren oder online, wo es ziemlich hektisch zugehen kann.